Situation. Das ist, Ja, okay. ich halte das für unnötig. Alles klar. Und Unfug wird rausgeschnitten. Okay. Also wie immer. Aha. Wir sind eigentlich sehr hübsch mit unseren zwei roten Rucksäcken, ne? Ich bin nicht hübsch, hübsch, ich bin ein Hübsch. Monster. Hübsch. Hübsch, liebe Grüße an den Monster. Ich Oh, hier bin leckt jetzt Monster. leckt ein bisschen, ne? Hast du das Gefühl gehabt, oder? Du leckst. Ich leck. Ja, du leckst ja alles weg. Hallo und guten Tag, liebe Leute. Wir spielen wieder DayZ. Ja. Rob und mich. Und ich. Mich. Also mit ich meine ich mich, so wollte ich sagen. Mit mich. Und der Knalli ist heute leider nicht dabei. Der ist im Wald unterwegs auf einer Insel. Ja. Der Andi spielt The Forest. Wir nennen ihn Andi, da kriegt er Aggression. Okay, Grüße. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei DayZ hier am Wochenende. Wir sind auf einem anderen Server diesmal. Wie hieß der HKD? Irgendwie so. HKD, also Hücke-dö. Deer Island, oder? Ja. Hücke-dö, Loot Island, Deer Isle. Ach so, aber wir müssen aufpassen, weil wir jetzt hier in diesem. Okay. Ich habe gerade eine Stelle, wo ich cutten muss. Okay. Du Kacken? Ach, Katten. Ja, weil der Donation-Sound kommt irgendwie immer. Ja, auf jeden Fall. Nochmal. Das cutst du bitte bis hierher auch raus. Okay. 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 Wir müssen in dem Military Bases Basen. Vorsichtig. Vorsichtig, da stand irgendwas in der Info, dass hier irgendwelche Fallen am Boden sein sollen. Also in den Besen und Basen leben nicht nur Hasen. Also wir müssen da auf jeden Fall schauen, auf den Boden schauen, haben sie geschrieben, dass Lass mich nicht auf der Tretmine latschen. sonst könnte, ne, vielleicht auch Bären fallen und so ein Scheiß. Okay. Also nicht nur nach Zombies schauen, sondern auch. Weißt ja, was du für ein Tollpatsch bist. Ja, ich nehme alles mit. Oh Gott, oh Und Gott, oh ich Gott, oh Gott, oh Gott. bin ja auch nicht das erste Mal durch eine Sprengfalle gestorben. Das ist durchaus korrekt. Oh Mann, ey. Also schön vorsichtig. Liegt eine Snafu, aber ich brauch die nicht. Ich sehe mich jetzt gleich in so einer Bärenfalle liegen, ne? Ja, aber ich gönn's dir halt. Ja, das glaube ich dir. Basecap? SG5 Schulterstütze, super, aber keine SG5. Tarama? Nee, natürlich habe ich wieder nicht die richtige Knifte dabei. Habe ich jetzt, stehen die jetzt hier draußen vor der Tür? Bei Weiß mir? ich nicht, schau einfach, ob stell Ja, mir das immer ist so super, dumme ey. Fragen, da kriege ich schon wieder versteckte Aggressionen. Nee, steht keiner, gut. Gratulation, der Green Boy hat 5 Zombies getötet, yay. Green Boy, Grüße. Bitte lies keine Notifications vor, das Alles nervt. klar. Das alles am besten gar nicht Am sagen. Hör besten auf gar mit nicht, ich wollte es gerade Atmen. sagen, ja, ich wollte es gerade sagen, am besten zack. Bis Bitte einfach wir die die Aufnahme Fresse. gestartet haben, hatte ich eigentlich. Gute Laune. War ich freundlich zum Rob sogar, ne? Ja, also wie gesagt, der hat mich nicht beleidigt, ich wurde total schockiert. Ich glaube, die Aufnahme startet Aggression bei mir. Kannst du mir mal bitte helfen kommen? Dann ist selbstverständlich. Wieso, was ist denn los? Ja, ich habe irgendwie das ganze Camp hier. Okay. Aber du hast eine Weapon, ne? Ja, Alter, 2 Schuss. Das ist ja Nö, lächerlich. 16 Schuss habe ich dir gegeben eigentlich. Ja, aber ich muss immer nachladen. Wo sind denn die hin? Hä? Aber auf den Server schießen sie nicht mit Stein. Hoppala. Das klang gut. Alter, jetzt kommen sie wirklich Jetzt an. kommen sie. Ja, Synchronschreien. Und da rennen sie los. Wie helfe ich denn dir da jetzt aus der Bredouille? Lock die weg. Lock die zu dir. Ja, super. Das ganze Camp? Okay, ich habe welche angelockt. Und da kommen sie auch schon. Oh Gott, sind das viele. Ich hab nichts gegen euch. Ich habe nichts gegen euch. Haben noch 12 Schuss. Okay. Wenn du zielst, klappt das. Oh Gott. Ich höre sie hinter mir.
Wie kriegst du für Zombie-Killen Kohle? Für was braucht man hier Kohle? I don't know. Für was braucht man... Für einen Trader. Ach, das Scheiß, leck mich doch mit dem Trader. Oh Gott, nein. Okay. Oh, fuck. Sitzt ein bisschen in der Bredouille. Ja, ich muss erstmal hier... Ich muss erstmal die Population ein bisschen schrumpfen. Ich hab nicht einen Schuss, ey. Na Gott sei Dank. Oh, da kommt noch einer. Nachzügler. Junger Bursche. Die halbe Waffel weggeschossen. Das gibt's doch nicht. Ich hab nicht einen Schuss, ey. Ich hab ein Geschenk erhalten. Da ist eine Pepsi drin. Okay. Und Kohle habe ich im Inventar. Was eine Deer Island Map, ja, ganz wichtig. Die haben wir ja sowieso. Und einmal Dachrinne verpackt, also Zucchini, weißt du? Das ist gerade ein bisschen weird. Bei meiner Sporter steht 6 Schuss. Jetzt geht's. Das ist ein Luftgewehr, musst du aufpassen. Ja, richtig. Habe ich auch gerade gemerkt. Gut, dass ich das auf Video hab. Das heißt nicht auch, das heißt auch. Auch. Ja. Müssen wir mal hier Deutsch sprechen. Cool, ich habe einen Gehaltscheck bekommen. Ja, 50 Rubel oder so. Ja, circa, der Rollrubel hier. Wo willst du denn, mein Kleiner? Willst du hier in den Container rein, oder? Wo willst du denn hin, mein Kleiner? Wo willst du denn hin? Komm her, willst du ein bisschen was von meiner Bämme haben? Piep, piep, piep. Ja, genau. Genau. Ach so, was ich wünsche dir frohe Pfingsten. Ja, wünsche dir auch, Mensch. Ist eigentlich Pfingsten auch bloß eine Kommerzveranstaltung, oder? Nee, Pfingsten ist irgendwie christlich, was Christliches. Ah, okay. Ja, aber es wurde zu einer Kommerzveranstaltung gemacht, oder? Genauso wie Weihnachten und so weiter und Ostern. Also wir schenken uns eigentlich zu Pfingsten nichts. Zwecks Kommerzveranstaltung. Ne? Also gibt's keine Geschenke, ne? Ihr habt frohe Pfingsten, hier hast du 25.000 Euro, kauft ihr ein neues Auto oder so. Das gibt's bei uns nicht. Nee. Nee. Bei uns auch nicht. Also auch nicht, meine ich damit. Eine Kasu. Eine Kasu. Eine Kasu, Alter. Ja, die könnten das mal abstellen, dass du ja alle 10 Minuten 1000 da kriegst. Alter, sind wir in einer Woche Millionär. Ja, unser Ziel fürs Let's Play. Hast du, jetzt pass auf, das, Leute, wenn ihr das hier anschaut, beim Rob oder bei mir, ist... Ich hoffe ja bei mir, ne? Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Nee, ist ja wurscht. Aber da ist das schon wieder ein paar Wochen her. Oder, nee, 2 Wochen ungefähr, oder? No. Ja, 2 Wochen circa. Da war ja von Sony wieder so ein Showcase. Ja. Was halten wir denn davon? Berichte mal. Also, ich habe mir angeguckt, Spider-Man. Na, kommt ja der Miles Morales. Ich muss ein Fan von sein. Ich habe das Miles Morales angespielt. Für mich ist es nichts. Okay. Bin sehr realitätsgebunden. Also Marvel ist das, ja, Spider-Man ist so nicht so nicht. Okay. Und dann auch angeschaut hier, wie es mit der PS5 weitergeht, wie es mit Crossplay weitergehen soll und sowas, ne? Willst du wissen, was mir sauer aufgestoßen hat? Was denn? Ich bin ja sowieso nicht der größte Sony-Fanboy. Das wissen wir alle. Diese Handheld-Scheiße, was sie da bringen. Ja. Muss aber auch jeder, also ja, jeder spielt jetzt, ne? Aber komm, ich will ja den Preis noch nicht mal wissen für den Kack. Aber das Ding, das funktioniert nur in Verbindung mit einer PS5. Also das ist, Leute, lasst euch davon nicht blenden, das ist keine Switch oder so. Eine Switch funktioniert ohne eine größere Konsole. Und du kannst die Switch an... Aber darum geht es ja jetzt nicht. Aber das Problem ist ja für mich, wenn ich eine PS5 habe, warum soll ich mir da diese Scheiße holen und das auf dem Kack-Display zocken? Das ist halt, wir wollen halt so weit wie es geht ausschöpfen, ne? Das Potenzial. Ja, aber das ist ja völlig uninteressant, wenn das kein Standalone ist, wenn du dafür die große Konsole brauchst. Richtig. Ist das hebt sich ja auf für mich, weißt du? Das rechtfertigt den Preis wahrscheinlich nicht. Ja. Ach so, apropos, wir hatten auch in DayZ ein Update, ne? Geht doch mal auf mich ein. Ja, ich gehe auf dich ein. Ich wollte noch kurz Update 1.21, ne? Und hier gibt es jetzt Armbrust, weil ich habe gerade eine gefunden. Das hat gerade so gut gepasst.
Guck mal auf meinen Rücken. Guck auf meinen Rücken. Gab's schon lange. Die gab's ja in Mods schon. Ah, die gibt's halt jetzt in 5 verschiedenen Varianten. Ist das hier ein Krankenhaus eigentlich? Oder gleich mal Maddies mitnehmen hier? Jetzt oder ist das ein School? Zum Thema zurück. Ja, Showcase, Sony. Holst du dir diese Handheld-Scheiße? Nein. Nein. Weil, wenn ich die Wohnung verlasse, bin ich arbeiten. Und dann habe ich auch keinen Bock auf so einen Handheld-Kacke, weil dann habe ich andere Sachen zu tun. Ja, gut. Wenn ich mal so, in der Wohnung ich bin. Ich bin ja viel unterwegs. Ich arbeite ja in Österreich und lebe in Deutschland. Das wissen wir ja alle. Genau, das wissen alle. Und ich habe zum Beispiel, ich nehme meine Xbox mit und ich nehme die Switch mit. Mhm. Reicht ja auch. Warum willst du das noch so ein Sony Handheld mitnehmen? Ja, die PS5 bleibt daheim. Die ist zu groß. Sowas muss, das ist wirklich ein Klopper. Ganz ja. Ehrlich. Beim Design hätte man sich doch ein paar Fragen stellen sollen. Es kommt ja die Slim-Version, ne? Oh Gott, naja, die ist wieder abgespeckt, damit 50 Euro billiger ist. Ja, ohne Laufwerk, ne? Ja, gibt's doch schon. Hast du alles gelootet? Naja, ich weiß es nicht, ich merke mir das nicht. Warst du bei der AKS, warst du da drin? Glaub schon. Hast du ein Mac? Der AKS? Für was? Der AKS? Nein. Schade. Nein, Rob. Ich hab ein Mac für das Scar, ich hab eine Universal-Taschenlampe. Aber mir reicht das du und die Switch, die hänge ich nur ab und zu mal an dem Fernseher oder so. Ist eine coole Sache, aber... Bisschen Mario Kart zocken. Ja, aber dann zocke ich... Oder Tetris. Yeah, Hardcore? Tetris, klar, ich spiele das jedes Mal durch, Alter. Geil. Aber... Ich brauch's halt nicht, weißt du? Aber willst du eine Kippe haben? Ich hab noch eine. Geil, nehme ich, Alter. Der Schulle ist auch so, oder? Schreib mal, hi. Soll ich wieder hi? Wie du es immer so gerne machst. Einmal habe ich das gemacht. Einmal, nie wieder. Nur einmal habe ich das gemacht. Oh. Einmal? Mannmal. 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 Was ist denn eigentlich mit der Frau Laura? Ich weiß nicht. Hast du mal was von ihr gehört? Ne, wir haben immer mal so zwischendrin halt mal kurz geschreibt, ne? Und die, also. Die mag es nicht mit uns zu spielen. Oder? Nee, wir sagen immer zu spät Bescheid. Ja, okay. Also das liegt definitiv an uns. Na gut, du hättest ja Bescheid sagen können, wir wussten... Na gut, ich wusste ja nicht, ob ich Pfingsten zu Hause bin. Richtig. Und dann ist heute Freitag und dann hat sie ja heute auch ihre Maßnahme gehabt. Da wäre sie heute eh nicht so gut drauf. Ich habe jeden Freitag Maßnahmen, Alter. Ich bin auch nicht gut drauf, ich zock trotzdem mit dir. Na, du bist hinterher schlechter drauf als vorher, das ist das... Ja? Nee, Laune ist bei mir. Ja? Eine, wie nennt man das? Eine Diva. Nee, wenn sich was gerade durchzieht. Okay, ein Strich. Eine. Oh, eine rote Linie. Aus. Halt die Fresse, wenn ich überlege. Dann frag doch nicht. Komm her, Mistvieh. Alter. Ja, aber jetzt hier flinke Schuhe. Also die 308er ist schon laut. Ja, ich hab die auch nur genommen, weil die so laut ist. Ja. Definitiv. Ich hab extra den Auspuff gekürzt. Wo bist denn du jetzt? Ich hab grad Gamstocks. Ne, ich loote hier noch mal kurz so durch so ein Gebäude durch hier. Was schreibt denn der für eine Scheiße mit 30.04., Alter? Ja, irgendwas mit Baumodus. Guck der mal auf den Kalender. Mai ist fast durch. Richtig. Der schreibt was vom April. Aber... Ups. Bam, 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 bam. Sind die alle schon wieder gerespawnt? Ne, alle nicht, aber ein paar. Einige. Einige hundert. So, lass mal weitergehen hier, Rob. Okay. Das bringt dir nichts. Ich sehe das schon. Ich sehe das kommen. Dass das nichts bringt. Alles klärchen. On the way. Noch ein Schuss in meiner Knarre. Ach so, was ich eigentlich mal erwähnen wollte. Wenn irgendjemand von euch mal mitzocken will, dann einfach mal beim Robin in Discord schreiben, dann machen wir uns mal was aus. Ja, wie wir es beim Knalli gemacht haben. Wir sind dem nicht abgeneigt. Also, ja, der Knalli ist krasser Fanboy. Ja. Der ist ja dort, wo wir sind.
Ja. Nee, aber ist. Können wir machen. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Je mehr Leute, desto mehr Unterhaltung. Yes. Ich habe jetzt null Schuss, ne? Also traut euch, sprecht den Rob an. Er ist auch nur ein Mensch. Er scheißt auch nur ins Wasser. Richtig. Oder, nee, er kocht nur Lebenswasser. mit Wasser. Ich koche mit Wasser, genau. Nee, der kann ja nicht. Rob kann nicht kochen, muss ich Ich dazu doch, ich sagen. kann doch. Die. Also mir, ich will es ja jetzt nicht sagen, ja, aber mir wurde erzählt, du hast sogar Wasser angebrannt. Ja, wo ich. Da habe ich noch gelernt. Da habe ich noch gelernt zu kochen. Lootest du jetzt hier gerade das Gebäude? Hier, was willst denn du hier looten? Hier ist nichts. Okay. Na, dann gehen wir weiter, komm. Abflug. Ich muss mich jetzt mit der Machete durchboxen hier. Oh, Alter, ich hab HKD-Bohnen-Speck. Nice. Was ist denn, was, der Server heißt der ja HKD, was heißt denn Ja. das? HDDR. Hat Kommunikationsdepression. Alter. Würde ich sagen. Nee, irgendwie nicht. Hans-Klaus Dieter. Hör doch mal auf, bleib doch mal ernst. Ich habe noch 3 Schuss. Komm mal runter hier. Ja, bin Hier. unten. Brauchst du ein Kippchen? Ja, gib her. Das heißt ja, bitte. Ja, bitte. Da. Okay, gönn ich mir. Wo muss man die hinstecken? Armbinde, Oben oder? im Nee. Slot, glaube ich. Das ist mir schon klar. Oh Gott. Nee, nee, ein Nee, Slot. hab ich es in die Jacke gesteckt. Hä? Sind wir wirklich so blöd? Ich hab. Wahrscheinlich. Wir hatten das schon mal. Ich leg's da mal Ach hin. nee, warte mal, das ist Johnny. Du musst ihn einatmen. Ah, okay. Nimm mal in die Hand und dann Rauchen. rauchen. Los, komm, knallen wir uns Alles weg. klar, Mann. Yo, Bro. Oh. Oh, zieh ich direkt durch, Oh, ne? ja, Alter, meine Finger brennen schon. Oh, Alter, Flashback. Oh ja. Nice. Ja, du kleines Süßes. Oh, Ich habe meinen komplett reingezogen. ich glaube, das zweite Mal knistern war gerade mein Gehirn. Lass uns gehen. Hui, das war schön hier. Gehen, wenn wir hinten runtergehen, ist, glaube ich, eine Firma. Eine Firma? Ja. Mal zur Firma. Oder wir gehen zum Airdrop. Ja, mir ist das gerade eigentlich relativ egal, wo wir hingehen. Ah, aber bloß nicht lachen. Nein, ich bin ernst. Ernst zockt LP. Ja, liebe Kinder, aus Spaß wurde ernst. Ernst ist jetzt 5. Ernst lernt jetzt laufen. Was ist denn das hier? Oh Gott, jetzt ist hinter der Mauer noch ein Zaun. Was? Ernsthaft? Ja. Wieder beim Thema Ernst. Oh Aber ja, cool. den kann man leicht umgehen. Wo gehen wir denn hin? Ja, zur Firma. Nee, wir wollen hier in das Dorf. Ich mache einen Gruppenmarker, okay, der Okay, sowieso den nicht sehe ich so gut, funktioniert. ja. So ein Briefkuvert, okay. Siehst du den? Nee, ich laufe dir hinterher. 419, 8, 7, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 11, 10? 400 Meter. Naja, wenn das immer weniger wird, kann ich nicht vorlesen. So, erzähl mal, Rob, wir haben uns ja jetzt schon, wir haben einen Monat nichts mehr gezockt zusammen, oder? Das ist schlimm, oder? Wie, keine Zeit? Das letzte Mal Ja. hatte ich Zeit, dazu keine. Oder Ah. hast halt wieder deine Verweigerungshaltung eingenommen? No? Und, nee, was ist denn so passiert in deinem Life bis hierher? Oh, es ist eigentlich nicht, also du stehst auf, du gehst arbeiten, du kommst heim, gehst ins Bett. Na, Ja gut, also das hat ja eigentlich jeder von uns. genau. Na, und so zwischendrin halt, also nichts Aufregendes passiert. Das war halt, was war denn? Jetzt Pfingsten, dann Männertag, ne? War ich halt schön. Vatertag ist Der es. Vatertag, ne? Halt ein bisschen wandern gegangen. Quer durchs Vogtland. Und Und du ja. warst ratzevoll, oder? War ratzevoll, ja. Natürlich. Ich habe gar nichts getrunken. Ich habe schon seit Monaten nichts mehr getrunken. Okay. Ich habe keine Ahnung. Seit dem Autounfall trinke ich nichts mehr Musst oder du doch kaum noch. eine total trockene Fresse haben, oder?
Nee, also Wasser und Ach so, andere das Getränke. trinkst du Ja, schon. nichts Alkoholiges, du Vollidiot. Okay, ich frag ja nur. Nee, aber Hey, ist keine doch Firma. Ahnung, was seit dem Unfall geht bei mir nichts mehr. Habe ich keinen Appetit mehr auf den Scheiß. Ich mache Da jetzt hat's mal. in meiner Waffel einen Schalter umgelegt, wahrscheinlich. Okay. Ja, du musst erst vollem Tempo in den Airbag reinkrachen, Ich dann habe geht's. gerade gesehen, warum der die Wasserflasche weggeschmissen hat. Warum? Es war eine Melonenwasser war das. Hä? Ah ja, Alter, Melonenwasser. Ne? Da tun die praktisch Melonen ausdrücken, oder was? Ja. Weil Melonen sind ja, bestehen ja zu nahezu 90% aus Wasser. Ja, die nehmen die dann in zwei Hände und pressen die dann aus. Ja, tust du, da gibt es auch so, ja, kennst du das von Zitronen und Orangen, diesen kleinen Hut, wo man die ausdrücken kann? Und sowas gibt es für Melonen auch, sieht ein bisschen aus wie ein Klositz, aber Ein bisschen könnte grün größer, ne? ausdrücken, ja. Und dann in Flaschen abfüllen, da habt ihr Melonenwasser. Und entgegen eurer Vermutung, nein, Melonenwasser ist farbneutral. Ist das farbneutral? Ja, es ist nicht rot. Rot ist es nur, wenn Fruchtfleisch dazu kommt. Ah. Und rot ist es auch nicht, wenn du eine Honigmelone nimmst. Ja? Nee, dann ist gelb. Nee, ist auch farbneutral. Na, Wasser ist eigentlich immer farbneutral, ne? Also es Ja, wurde aber halt es ist ja, gefärbt. ist ja, ist ja, ja, aber Wasser in Form von Blut ist ja nie farbneutral, oder? Also, Boah, die Bank das. wurde ausgeraubt, guck mal. Geil, okay. Ja, kann er haben. Viel Gut, Spaß mit dem Scheiß. dass ich mein Geld nicht eingezahlt habe, ey. Ja, Ah wir nee, haben scheiße, es ist ja aber auf der Bank. alle in 50er habe ich einstecken. Ein Fuffi? Ein Fuffi. Okay, jetzt sind wir hier Ein und es Fuffi, gibt Fiffi? nichts. Hier unten war doch auch noch so eine kleine Firma, ne? Berg runter. Ich weiß nicht, mach mal eine Markierung. Ja, also, na hier, behind you. Ich verdrück mich immer, warte mal. What Ich sehe the immer noch link? leicht verschwommen hier. Bei mir auch. Also die Ränder des Bildschirms sind sehr unscharf. Wo bist denn du? Ach dort. Guck mal, hier unten war da auch noch so eine Hütte. Oh, hier ist ein Zomboid. Ich werde Machete testen, warte mal. Aber irgendwie kommt mir die Map bekannt vor. Was ist das für eine Map? Ja, ey. Ach so, ja, okay. Alter. Es gibt schon wieder eine neue Map, habe ich gesehen. Müssen wir uns mal anschauen. Okay. Da habe ich aber jetzt nur ein russischen Hardcore-Server gefunden. Keine Ahnung, ob wir das haben müssen. Ich hatte gerade einen Mega-Lag. Ja, das ist dein Gehirnschwund. Das kann sein. Ah ne, ich bin wieder normal. Darum der Lag. Ach so, Ich sehe ja. wieder normal. Na, bei mir hat aber nichts geleckt gerade. Okay. Bist du auch wieder normal? Ich bin immer normal. Ja. Wolltest du mir unterstellen, dass ich unnormal bin? Nein, 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 nein. Alles gut. Ah, ne, ich bin doch noch nicht wieder normal. Ich hab nur so ein bisschen Leist hier, ne? Renderprobleme. Hochladen in Rendern. So. P1, ich brauche, wenn du ein Mac für die IJ findest, dann informier mich bitte. Die IJ70. Oder IJ. Eine Place. Brauchst du auch noch eine Place? Ich brauche Muni. Hast du Punkt 22? Ich glaube ja, warte Oh, mal. das wäre geil. Ja, hier bitte. Ja, oh nice. Nicenstein, Hast du sie gefunden? Thanksen. Yes. Ich habe sie einfach da gedroppt, wo ich gerade Ja, war. boah, wie kacken. Aber hier brauchen wir nicht runterlaufen. Hier ist nur Fluss oder Wasser. Okay. Water, Melonen. Wir schauen mal. Wir müssen auf die große Insel nach Kuschwil. Cushville, Und dann Tennessee. vielleicht treffen wir hier auch mal ein paar andere Player. Ja. Ja. Weil es ist ja so, Leute. Vielleicht treffen wir mal ein paar andere Player, weil hier auch Leute auf dem Server sind. Gar nicht mal so wenig. Die gerne Tennessee spielen. Glaube 20 oder 30 sind. Und
Ja, wir haben immer recht wenig Interaktion mit anderen Leuten bei uns Und Channel? auf dem Channel. Warum Wir auch können, immer? Ich habe keine Ahnung, ich ja, habe das Pech, ey. dabei sind wir gesprächig. No. Weißt du noch in Pripyat, wo wir gedacht haben, keine Sau auf dem Server, und dann kommt uns das Auto entgegen? Ja, wo war denn das im Prinzip? Achso, ja. Pripyat war das. Hier, wir müssen zu dem pinken Briefkuvert. Oder wie sie es heute nennen, eine Dokumententasche. Oh Gott. E-Mail? Eine Versand-Dokumententasche. Dann gehen wir da mal hin. Das kommt mir doch in Sinn, da gehen wir da mal hin. Yeah. Hopfer, was hältst du eigentlich von der Post? Und was? Von der Post? Von der Deutschen Post? Ja. Ne, Also Bekannte? warte, machen wir so. Wenn ich Deutsche Post sage, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Pakete, Briefe. Halt sowas. Gelb. Dann Posthorn. Frag mich mal, frag mich mal. Deutsche Post, Blick. Nett und freundlich. Okay, auch schön. Muss ich wirklich sagen, hatte ich heute wieder eine sehr positive, negative Erfahrung. Eine positive. Das ist eine Pegative. Nee, also Gott. die Briefträger und so, die sind alle recht freundlich bei uns. Und auch der DHL gehört das zur Post. I don't know. Ja, der ist der Tochterunternehmen von der Deutschen Post, genau. Und naja, der Fahrer, der schon seit Jahren immer fährt bei uns, der ist auch sehr nett. Ja. Ist gut. Aber ja, hätten wir das auch geklärt. Was fällt denn euch ein, wenn wir Deutsche Post sagen? Ja, genau. Also was kommt euch zuerst in den Sinn, wenn wir sagen, Deutsche Post, jetzt schreiben? Und auch nicht groß überlegen, schreibt es einfach. Ja, schreibt einfach, was ihr euch überlegt habt. Na? Und wenn ihr bei der Deutschen Post arbeitet, schreibt einfach, was euch über euren Arbeitgeber in den Sinn kommt. Nee, was euch einfällt, wenn ihr das Wort Kundschaft Ja, hört. genau. Empfänger, wenn ihr Empfänger Aber wart. nur wenn ihr bei der Post arbeitet, dann Richtig. wisst mal gern die Meinung der anderen Seite. Die andere Seite. Apropos andere Seite, hier ist eine Snafu-Scar. Ja, habe ich vorhin auch schon eine gefunden. Ich finde, das sind Modded. Ich finde die scheiße. Ich habe meine Spotter und meine Armbrust. Ich hoffe, ich finde meinen Bolzen. Ich kann ein Gartenbeet anlegen. Ich habe eine Hake. Hast du eine Nee, ist das Hake? eine Hake? Eine Hacke ist das. Eine Hacke. Ich habe gerade wieder den Tausender geschenkt bekommen. Oh, ist das cool. Der gleich wieder geraubt wird. Ist In mir der aber Bank, wurscht. ja. Wir können auch das Geld vom Automaten holen und von der Brücke schmeißen, oder? Das können wir auch machen. Oh, ein Huhn. Ein Händel. Willst du das Händel haben? Nee, ich nehme hier die 12 GA Slugs mit. Falls ich eine Schroti finde. Aber Eine ansonsten, Schrotti? mein Armbrustbolzen wären schon gar nicht mehr so verkehrt jetzt hier. Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Es gibt zwar jetzt hier Armbrust und so ein Zeugs. Aber, jetzt kommt's. Es gibt keine Munition. Es gibt keine Bolzen. Vielleicht kannst du selber schnitzen. Ja, da brauchst du wieder Ast, Messer, Steine, kleine für die Spitzen, ne? Aha. Das Übliche, was man halt so braucht, ne? In einem Survival-Game für eine Armbrust. Hier wäre schon mal eine Handsäge, da könnte ich mir schon mal einen Baum umcutten. Das wäre Name Daywalker 0815, Klammer auf Bundespolizei, Klammer zu. Na, na. Okay. Bleib mal stehen, Rob. Ich würde Yes, yes, sagen, yes. wir verabschieden uns jetzt mal hier. Bevor wir da weiterlaufen in der Direction. Ja, das Was seht ihr dann beim da? nächsten Mal. Nice. Ob wir hier noch was Spannendes erleben oder nicht, das sehen wir dann nächste Woche. Richtig, vielleicht treffen wir auf andere Spieler. Also dran Ja. geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, Und ja. schreibt's bitte in die Kommentare, ob ich den Rob einen Schädel abhacken soll dafür, dass der gerade auf mich gezielt hat. Ja. Richtig, und Deutsche Post. Deutsche Ja, Deutsche Post. Post nicht Deutsche Post. vergessen. Ciao, ciao. Schade.